Also entweder ich kann spielen oder ich kann nicht spielen. Mitte Mai kam eine E-Mail an unsere Agentur, ans Künstlersekretariat am Gasteig, dass leider die 9. Sinfonie von Beethoven, die in Genf vom Orchestre de la Suisse Romande unter Leitung von Jonathan Nott mit der Zürcher Singakademie aufgeführt werden sollte, in 3 Konzerten nicht stattfinden kann. Es wurde auch gesagt, also es wird Corona-bedingt abgesagt, es ist eine Force majeure, wir können auch leider nichts bezahlen. Und nun mussten wir letzten Endes über gewisse freudige Facebook-Posts erfahren, dass eben genau diese Produktion natürlich nicht in 3 Konzerten, sondern in einem Konzert, sprich dasselbe Konzert am selben Tag, am selben Ort in der Victoria Hall, mit demselben Dirigenten, demselben Orchester, demselben Chor, nun aufgezeichnet wurde für Arte TV, wo das jetzt auch demnächst dann zu sehen ist. Aber komischerweise mit einem komplett neuen Quartett. Und das hat uns dann schon irgendwie traurig gemacht und auch stutzig gemacht. Da, wo ich herkomme, redet man miteinander. Und da, wo ich herkomme, selbst wenn es Probleme gibt mit Einreise oder sonst irgendwas, dann kann man darauf hinweisen, man kann versuchen, Lösungen zu finden, man kann versuchen, eben andere Projekte anzubieten oder ein Ausfallhonorar, wenn es gar nicht anders geht. Aber einfach stillschweigend sich auf eine Klausel berufen, die ja dann anscheinend keine Gültigkeit hat, weil für diese Veranstaltung gab es dann kein Force Majeure. Also entweder ich kann spielen oder ich kann nicht spielen. Und diese Entscheidung hat mit Kunst, Kultur, Anstand nichts zu tun, aber auch gar nichts. Also mein Appell ist einfach, dass niemand, und zwar auf keiner Seite, ob das jetzt Veranstalter, Agenten oder Kollegen sind, dass niemand vergessen darf, dass mit der Kultur gerade großes Schindluder betrieben wird. Wir müssen ja einen Modus vivendi finden, eventuell mit diesem Virus für immer zu leben. Und wir werden jetzt schon im Stich gelassen. Und zwar nicht nur von der Politik, sondern von unseren eigenen Leuten, von irgendwelchen Intendanten, von irgendwelchen Veranstaltern. Aber dass, wenn sowas passiert, dass man dann versucht, wieder eine Gesprächsebene zu finden. Und umso wichtiger ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir alle voneinander abhängen und, wie du sagst, alle in einem Boot sitzen. Ich finde auch zum Beispiel, Arte wäre in einer Position, wo sie sich Gedanken machen müssen, wo sie sich positionieren sollten. Sie haben dieses Konzert oder dieses Projekt angenommen, sie werden das in einer Woche ausstrahlen. Sie sind informiert. Sie scheinen sich dann auch damit einverstanden zu erklären, wie mit uns umgegangen wurde, wenn sie das jetzt einfach kommentarlos senden. Und das finde ich auch sehr bedenklich. Das ist ein öffentlich finanzierter Rundfunksender. Erzählt die Geschichte weiter und erzählt eure Geschichten. Lasst uns einfach gemeinsam stark sein.